Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervoll geilen Tag. Ob es jetzt Samstag ist, Sonntag, Montag, Dienstag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Völlig egal, solange der Tag sehr, sehr geil war. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir langsam mal wieder Content auf diesen Kanal bringen. Und deswegen fangen wir heute erstmal an mit den aktuell besten Champions der neuen Meta, ja, beziehungsweise der neuen Season. Die hat angefangen. Jeder will so schnell wie möglich, so weit wie möglich nach oben climben. Ob es jetzt Silber, Gold, Platin, Diamant oder sogar noch höher ist, was ihr erreichen wollt, völlig egal. Ich werde euch jetzt für jede Rolle die stärksten Champions nennen. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass nicht nur die Winrate alleine ausmacht, sondern auch zum Beispiel, dass ein Champion sehr, sehr gut farmen kann oder sehr, sehr viel Damage im Spiel macht, etc. Blablub. Ich werde euch ebenfalls einige Item-Vorschläge und auch Runen-Vorschläge einblenden. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, hey, dieser Champion interessiert mich, dann wisst ihr auch sofort, du sollst diese Runen nehmen und auch diese Items. Allerdings, wie gesagt, nur Vorschläge. Das heißt, es ist so wie Autobahn 130. Ja, ich wurde übrigens geblitzt. Ne? Da ist nichts, woran man sich zwingend halten muss, sondern damit ihr einfach eine grobe Richtlinie habt. Wir fangen auch direkt mit der Top-Lane an und hier haben wir nämlich den ersten Champion, Yorick. Der heißt auch Yorick Mori, wurde mit dem Patch 9.2 gebufft. Seitdem ist seine Winrate auf sagenhafte 53% Winrate angestiegen. 53% ist immer so ein Indikator. Hey, Achtung, dieser Champion ist aktuell zu stark. Playrate ist ebenfalls angestiegen und dieser Champion ist natürlich der absolute Inbegriff von Split-Pushen. Setzt euch mit dem Champion etwas auseinander, setzt euch mit Split-Push auseinander und ich verspreche euch, ihr werdet gerade im tieferen Elo-Bereich, aber natürlich geht das auch bis Diamant locker mindestens hoch, die Leute absolut zum Tilten bringen, wenn der Yorick die ganze Zeit auf den Sidelines rumhockt und einen Turm nach den anderen einreißt. Auch im One-on-One zum Duellieren ist er natürlich sehr, sehr stark, gerade auch mit seinem Geist, seiner Maiden oder was auch immer das ist dabei, ne? Ansonsten, Teamfight-mäßig ist er nicht der allerbeste Champion, aber hat trotzdem natürlich genügend Damage, ein bisschen Tankiness und auch etwas CC zur Verfügung. Wenn ihr doch ein bisschen mehr Bock auf Teamfight habt, dann empfehle ich euch Sion. Sions Winrate ist ebenfalls mit den letzten Patches nach oben gegangen und ist auch ein sehr, sehr beliebter Champion auf der Toplane. Dieser Champion, eher ein bisschen tankiger im Sinne von, beziehungsweise im Vergleich zu Yorick, hat dafür aber natürlich trotzdem insane viel Schaden, weil er einfach ein gutes Champion-Design hat. Ist einfach Tank-Design, Tanks sind komplett broken, sage ich immer noch. Aber hier habt ihr natürlich extrem die Möglichkeit, von oben in die Mitte zu ulten oder noch viel besser, von der Mitte in die Midlane zu ulten. Ja, das heißt, ihr portet back und dann rennt ihr einfach die Mitte runter und gankt den gegnerischen Midlaner, was absolut insane ist. Oder das gleiche könnt ihr natürlich auch auf der Botlane machen. Das heißt, ihr habt einen Toplaner, mit dem ihr extrem viel Impact habt und dann teleportiert ihr einfach nach dem Gank wieder auf die Toplane. Ihr seid also nicht darauf angewiesen, dass euer Team alleine carried, sondern könnt das Ganze ein bisschen beeinflussen, was gerade als Toplaner nicht verkehrt ist. Das genaue Gegenteil hierzu ist allerdings der nächste Champion, und zwar ist das Nasus. Nasus, seine Winrate ist jetzt schon seit gut zwei Patches deutlich angehoben worden, auch seine Playrate, seitdem er quasi seinen Buff bekommen hat. Bei Nasus natürlich das Ding, ja, Insel, also du machst halt das ganze Game lang wirklich überhaupt gar nichts, außer farmen. Aber das zahlt sich definitiv aus, denn der Buff, den er bekommen hat, lässt diesen Champion ziemlich schnell ausrasten. Und so Nasus, ja, der wird extrem schnell zum Raid-Boss. Auch Split-Pushen kann der Champ sehr, sehr gut. Denn wenn er mal so einen Turm berührt mit so 500, 600, 700 Stacks und vielleicht noch einen Trinity oder Iceborne dabei, ja, dann ist er ziemlich schnell Schicht im Schacht. Das heißt, wenn ihr einen nicht so skill-lastigen Champion haben wollt, mit dem ihr einfach komplett Braindead den Gegner wegstompen könnt, dann ist vielleicht Nasus der Richtige. Ich hasse Nasus, by the way. Ja, damit kommen wir auch weiter direkt zu dem Jungle Champions. Und hier haben wir den ersten, und zwar den Läufer, wie ich ihn immer ganz gerne nenne. Es ist nämlich Udyr. Udyrs Winrate ist ja schon seit sehr, sehr vielen Patches bei, Achtung, 53% plus. Ja, habt ihr ja gehört, 53% broken. Der ist einfach schon permanent da die ganze Zeit. Ja, das heißt, er ist so ein kleiner Geheimpick, sage ich mal. Man sieht ihn hier und da ein bisschen, aber könnte definitiv mehr sein. Gerade die AD-Form bzw. die Tiger-Form ist extrem stark auf Udyr. Ihr habt sehr, sehr gute Ganks, wenn ihr wirklich aktiv gankt. Ihr könnt den Gegner extrem counter-jungle, ihr könnt sehr, sehr gut duellieren. Solltet allerdings gucken, dass ihr die Games früh beendet und dass ihr sehr, sehr viele Türme einnimmt und auch hier euren Fokus legt. Das heißt, sehr viel Split-Pushen und Objectives holen. Denn in Teamfights, muss man ganz ehrlich sagen, da scheint Udyr definitiv nicht. Wer allerdings da schon scheinen könnte, ist der nächste Champion. Ja, ihr seht, hier ist immer alles abgedeckt. Und zwar ist das nämlich der Jarvan.
Ja, Jarvan wurde ja ebenfalls gepatcht bzw. gebufft und seit dem Patch ist seine Winrate ziemlich nach oben angestiegen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Champ jetzt gerade wirklich sehr, sehr stark ist. Mit Jarvan habt ihr einen exzellenten Gank-Champion. Das heißt, ihr lauft einfach von einer Lane zur anderen und gankt die Scheiße aus den Lanes raus. Sehr, sehr stark auch gerade gegen so Champs, die viel gespielt werden wie Jinx, die einfach kein Escape gegen diese Ultimate haben. Oder vielleicht zum Beispiel auch Sivir oder ähnliche AD-Carries. Das heißt, auch hier könntet ihr natürlich euren Fokus drauf legen, ob Jarvan Sinn macht oder eben nicht. Aber hiermit könnt ihr aktiv das Game beeinflussen, gerade im Early- und Mid-Game. Zum Late-Game hin wird der eher nur noch so Utility-lastig, ist nicht mehr ganz so nützlich. Das heißt, auch hier solltet ihr das Game schnell beenden. Wenn ihr sagt, hey Tobi, ich will das Game gar nicht schnell beenden, dann ist der nächste Jungler was für dich. Denn, ja, auch Shyvana wurde gebufft. Und ich habe es ja schon gesagt, dieser Buff ist komplett insane gewesen und der hat nämlich Shyvana auch richtig, oder wie ich sie auch immer nenne, Shy Wang, ausrasten lassen. Ja, das heißt auch hier fast die 53% Winrate, sehr, sehr starker Champion zum, Achtung, Jungeln und Counter-Jungeln. Ihre Ganks sind, ja, schwierig. Das heißt, wenn sie an den Gegner rankommen sollte, explodiert der, weil sie einfach insane viel Schaden hat. Aber sie hat halt nun mal einfach keinen CC. Weshalb ich persönlich sie sehr, sehr gerne mit Exhaust spiele, ist aber natürlich meine Variation, werde ich jetzt nicht zwingend empfehlen, könnt ihr aber natürlich mal ausprobieren. Dadurch kommt ihr nämlich besser an den Gegner ran und habt bessere Ganks zur Verfügung. Dieser Champion wird extrem stark im Late Game, vor allem dann, wenn ihr sehr, sehr viele Drachen zur Verfügung habt. Weiter geht's dann und zwar mit der Midlane. Hier haben wir einen Champion, den Frauen vergöttern und Kerle anhimmeln oder so ähnlich. Und zwar haben wir nämlich hier Ahri. Ahri ist auch schon über mehrere Patches sehr, sehr stark und sie ist im Prinzip ein perfekter Allround-Champion. Ich sage immer sehr, sehr gerne, sie ist ein Assassine, so halb Assassine, aber auch halb Mage, denn sie hat ein bisschen CC zur Verfügung, ist sehr mobil, hat viele Möglichkeiten und kann das Game sehr aktiv beeinflussen. Das heißt, ihr habt einen Champion, mit dem ihr sehr gut auf die Botlane roamen könnt oder auch Toplane oder auch natürlich den Gegner assassinieren könnt, zum Beispiel den AD-Carry oder auch den gegnerischen Mage. Gerade gegen andere Skillshot-Matchups, wie zum Beispiel einen Xerath oder vielleicht auch eine Syndra, ist Ahri sehr, sehr stark, weil wenn ihr es richtig macht, ihr mit der Ultimate sehr, sehr viel dodgen könnt. Das war allerdings noch nicht alles, denn wir haben noch einen weiteren weiblichen Superhero hier am Start und zwar ist es nämlich die gute Lux. Lux hat sich jetzt über die letzten Patches immer und immer mehr etabliert, hat immer mehr an Winrate zugenommen und dieser Champion ist nicht ganz so mobil wie Ahri, aber hat natürlich dafür sehr, sehr viel Bestrafungspotenzial. Ja, das heißt, ihr werft einfach permanent eure Q über die Lane und wenn irgendwann mal ein Gegner drin gecatcht wird, dann verliert der mindestens 70-80% seines Lebens, wenn ihr noch die Ult mit draufpackt. Und in den meisten Fällen wird der Gegner einfach rausgelasert und das macht actually wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aktuell könnt ihr natürlich sonst auch ein bisschen auf die Botlane oder die Toplane gehen und da mit der Ult so ein bisschen rumböllern und euer Team unterstützen. Ja, relativ solider Champion, ist jetzt nicht der heftigste Outplay-Champion, aber so ein bisschen kann man schon machen. Wenn ihr jetzt genau sagt, ja, Tobi, aber ich will Outplayen, ich will genau das, dann habe ich genau den perfekten Champion für dich und zwar, ja, es tut ein bisschen weh zu sagen, aber Yasuo. Ja, seine Winrate, wenn wir uns das jetzt hier angucken, ist mit dem letzten Patch insane nach oben gegangen. Obwohl sie nicht mal die 50% erreicht hat, ist er trotzdem hier mit in diesem Video. Denn man muss natürlich sagen, Yasuo ist ein sehr, sehr schwieriger Champion zu spielen. Das heißt, Mechanics ist schwierig und vor allem gerade auch das Positioning und nicht zergankt werden ist sehr, sehr schwierig. Und deswegen denke ich, wenn man diesen Champion mastert, dann kommt man auch bei far höher als diese 50%. Aber es gibt einfach zu viele Leute, die diesen Champ spielen und nicht so richtig beherrschen. Wenn ihr also sagt, ja, hey, ihr habt Bock auf Yasuo, ihr seid genau der Dude dafür und der wird vielleicht gerade auch nicht gebannt, dann let's go für Yasuo. Weiter geht es mit unseren guten Schützen, den schönen AD-Carries und hier haben wir als ersten Champion Jinx. Ihre Winrate ist ziemlich krass nach oben gegangen mit einer sehr soliden Playrate, wobei ich sagen muss, ich hätte diesen Champion am liebsten herausgelassen, aber das kann ich leider bei dieser Winrate nicht, denn ich persönlich würde niemanden Jinx empfehlen. Dieser Champion ist einfach komplett anfällig, wenn, also du musst immer deinen Supporter bei dir haben, der muss dich permanent beschützen oder auch eben dein Team. Wenn du einmal out of position stehst oder die Gegner einen Zed, einen Akali oder was auch immer haben, dann bist du einfach komplett das Opfer, was abgeholt wird. Das heißt, wenn ihr diesen Champion spielen wollt, dann versucht richtig krass auf euer Positioning zu achten, das zu verbessern und das ist nämlich das Allerwichtigste bei Jinx. Wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr mit diesem Champion sehr viel Spaß haben, sehr viel rasieren.
aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Wer allerdings nicht ganz so mit Vorsicht zu genießen ist, ist die gute Sivir. Sie ist genauso wie Jinx seit Patch 9.1 in der Winrate ziemlich nach oben geschossen. Dieser Champion ist sehr solide, fokussiert sich vor allem auf den Wave Clear, was immer sehr, sehr gut ist, schnell zu clearen heißt natürlich, dass man sehr, sehr viele Plates einsammeln kann, sehr, sehr viele Türme holen kann und den Gegner natürlich sehr stark bedrängen kann. Auch ihr Spellshield ist in der aktuellen Support-Meta ein absoluter Goldstern, denn gerade die Support-Champions, die wir haben, das sind Champions wie Thresh oder auch Syrah oder ähnliche Champions, die natürlich sehr aggressiv sein können und diese könnt ihr mit eurem Spellshield, gerade so ein Thresh-Hook, etwas mildern. Das waren jetzt so Champions, ja, lass mal ein bisschen scalen, lass mal ein bisschen ins Late-Game kommen. Wer darauf gar keinen Bock hat, der außerdem böllern, bangen und zerfetzen will, dem empfehle ich Draven. Denn Dravens Winrate geht gerade steil nach oben. Mit diesem Champion könnt ihr sehr selbstbewusst spielen, den Gegner komplett outplayen, auseinandernehmen und zerfetzen. Gerade im Early Game, das heißt, ihr solltet diesen Champion gut beherrschen und wirklich aggressiv spielen drauf haben. Dann ist dieser Champion auch der richtige für euch. Denn, Achtung, auch Draven hat natürlich seinen Backdraw so ein bisschen. Solltet ihr sehr, sehr stark ins Late Game kommen und im Early Game nicht wirklich zurechtkommen, ja, dann werdet ihr irgendwann von anderen AD-Carries, gerade sowas wie Jinx, outscaled, vor allem was den Damage angeht, und dann geht Draven ein bisschen unter. Das heißt, hier zieht den Gegnern extrem früh die Hosen aus und dann gibt denen auch keine neuen. Damit wären wir angekommen und zwar bei den Supportern. Und hier, ja, ich muss zugeben, ich habe schon etwas gespoilert. Der erste Champion ist Thresh. Ja, Thresh wird schon seit Ewigkeiten, seit Äonen extrem viel gespielt. Das heißt, er hat eine unglaublich hohe Playrate und seine Winrate geht ebenfalls nach oben. Dieser Champion ist der absolute Inbegriff von, ihr habt einen Supporter, mit dem ihr richtig geile Plays machen könnt. Es gibt einfach absolute Thresh-Legenden und mit diesem Champion könnt ihr sowohl aggressiv als auch defensiv spielen. Das heißt, so ein Champion wie Jinx, den ihr zum Beispiel dabei haben könntet, dem gibt ihr einen zusätzlichen Escape oder auch sowas wie Twitch, Vayne etc. Aber auch wenn es aggressiv geht, wenn ihr einen Draven mit dabei habt, dann könnt ihr natürlich extrem deep mit reingehen und auch den Draven mit hinterherziehen. Das heißt, gerade offensiv gesehen, auch defensiv gesehen, absolutes Kernstück. Aber hier muss man natürlich sagen, ja, solltet ihr alle eure Skillshots oder Grabs und alles mögliche verfehlen, dann ist dieser Champ natürlich eine absolute Katastrophe. Das heißt, auf diesem Champion solltet ihr ein bisschen spielen können. Wenn ihr nicht ganz so viel Bock auf All-In und aggressive Spielen habt, dann empfehle ich euch Nami. Namis Winrate ist zwar mit dem letzten Patch etwas nach unten gegangen, aber dennoch ist sie immer noch bei Far sehr, sehr weit nach oben und auch die Spieler fangen an, sie noch mehr zu spielen. Nami ist einfach ein absolutes Schmuckstück, wenn es darum geht, AD-Carries durch die Lane zu bringen. Das heißt, wenn ihr, so wie schon genannt, die Jinx oder eine Sivir im Team habt, dann könnt ihr diese natürlich permanent heilen, speed-uppen und natürlich auch vor Ganks beschützen mit eurer Q und eurer Ultimate. Aber auch hier muss man sagen, aggressiv spielen ist mit Nami absolut möglich. Ihr könnt sehr, sehr stark den Gegner pauken und natürlich auch so ein Draven mit der E zum Beispiel hat da absolutes Potenzial. Den letzten, in Anführungsstrichen, Support-Champion, den wir haben, ist die gute Syrah. Und in Anführungsstrichen nicht deswegen, weil sie ja meistens auch eigentlich ein Midlaner oder irgendwie sowas ist, sondern weil ihre Winrate komplett insane ist und sie nicht selten der Champion ist, ja, Support, der am Ende des Games den meisten Damage hat. Denn dieser Champion ist absolut geil, wenn ihr den Gegner komplett zerfetzen wollt, ja. Es ist nicht selten so, dass eine Full-Support-Syrah einfach mal einen AD-Carry one-shottet oder auch den Midlaner one-shottet. Gerade auch in Teamfights habt ihr unendlich viel AOE-Damage zur Verfügung und könnt, ja, wenn ihr sagt, ich will jetzt gar nicht so viel supporten, sondern lieber so supporten, indem ich die Gegner töte, ist ja auch irgendwie eine Art von Support, dann spielt auf jeden Fall Syrah, denn die ist definitiv not bad. Wird allerdings bald genervt. Natürlich wollen wir auch einen Blick auf die momentanen Bans werfen. Hier haben wir natürlich Yasuo, Akali, Darius, das sind Champs, gegen die einfach niemand gerne spielen will. Gleiches gilt im Prinzip auch für Lucian Zed. Bei Sylas, ja, da weiß noch nicht jeder so richtig, wie man mit ihm umgehen soll, wie man sich an ihn rantasten soll. Man will ihn eigentlich nicht im Gegnerteam haben, aber auch nicht im eigenen Team. Ja, Vayne, Jax, Aatrox, Katus, Nasus sind alles Champions, die einfach komplett immer gehasst werden. Ich persönlich banne immer Nasus, ja. Ich hasse Nasus komplett, gerade auf der Top-Lane. Im Jungle eigentlich auch ziemlich hart. Aber es gibt nichts Schlimmeres als Nasus Top-Lane. Ja, er slowt dich um 90% für 20 Sekunden gefühlt. Und farmt sich erstmal einen Arsch ab. Du kriegst ihn irgendwie nicht kaputt, weil er sich unterm Tower immer wieder hochheilt. Und dann nach, ja, gefühlt 5 Minuten Farm, böllert dir eine 30% Q nach der anderen rein. GG. Natürlich gibt es jetzt noch so Leute, die sagen, ja, hey Tobi, aber was ist denn mit dem Champ und mit dem Champ? Dafür habe ich noch so ein bisschen vorgesorgt. Das heißt, ich habe hier noch ein paar Champions, die ich als
T2 jetzt nennen werde. Das heißt, ich habe euch jetzt die T1-Champs genannt, die absoluten Nice-Champs. T2-Champs wären zum Beispiel Vladimir Riven auf der Top-Lane. Im Jungle wären das Nunu, Ramos und Katus. In der Midlane wäre zum Beispiel noch Vladimir dabei. Bei AD-Carry gibt es einfach extrem viele. Das heißt, wir haben Vayne, Lucian, Kaiser und Ezreal noch. Und bei den Supportern wäre zum Beispiel noch Soraka mit dabei. Damit hätten wir ziemlich viele Champs abgearbeitet. Ich hoffe, da ist was für euch dabei gewesen, damit ihr euch vielleicht sagt, okay, hey, ne, das könnte man vielleicht mal ausprobieren. Hoffe, dass ihr damit auch climben könnt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.